Dämonische Präsenz auf Stufe 5 betritt das Hauptlabor. Oh, wer ist denn das? Willkommen zurück. Na, alles gut. Wir sind schon jetzt hier unten angekommen. Sind schon vom Schiff runter. Und wie eigentlich auch ursprünglich geplant, wird wieder ohne Kamera aufgenommen. Wisst ihr, was der Vorteil ist, wenn man ohne Kamera aufnimmt? Man kann einfach nackt vorm Rechner sitzen und kein anderer sieht das. Nein, Spaß, ich bin lang gezogen, aber trotzdem. Ich habe die ganze Zeit die falsche Waffe, das ist ganz schlecht. Weil ich die ganze Zeit quatsche wieder. Aber muss ja auch sein, ne? Ja, wir müssen zu diesem Professor gehen, der kann uns irgendwie weiterhelfen bei den ganzen Scheiße. In der letzten Folge hatten wir ja das Nest platt gemacht, wir nehmen eine andere Waffe. Nein, nicht die. Ja, die einfache, aber die ist auch bei... Oho. Nimm das. Eieieiei. Und kriege ich dich ran? Ja, ich krieg dich ran. Sehr schön. Okay. Paum, paum. Oh, die ist auch eigentlich... Diese Gatling ist ziemlich geil, diese Mini-Gatling. Aber hier ist eine Trist. Paum, tschüss, nimm das. Ah, der Dicke schon wieder. Denkt ihr trotzdem daran, auf den Like-Button zu hauen? Dankeschön. Und zack, einmal das Herz raus und der Maul rein und dann explodiert er, glaube ich, so peng, ne? Ja, das ist ganz eigenartig. Was war das hinter uns hier, ne? Komm. Bäum. Oh, die Schlange. Ja, diesen krassen Erdbeben machen, ne? Boom. Boom. Alle erstmal gleich erwischt. Wir gehen gleich weiter, aber erstmal holen wir uns hier, wo der Dicke rauskam, ein bisschen Munition. Munition sage ich schon. Oh, ein Fragezeichen. Oh, ey. Das ist ja unfair. Hallo, ich guck mir gerade was an, du Mistvieh. Das ist so passiert manchmal. Tut mir leid, Dicker. Wird wohl nichts draus. Aber du bist ja immer, du bist immer eine Überraschung wert, ehrlich gesagt, ne? Du bist echt stark. Eigentlich möchte ich die da unten echt sich bekriegen lassen, ne? Da hat man wirklich seine Ruhe. Oh, was ist das? Und einmal runter. Einmal. Was war das? War das ein Ballon? So ein Fresser? Jetzt verschiedene. Oha. Ja, ich bin gleich tot, wenn es so weitergeht. Ja, her damit. Oha. Ich sehe gar nichts. Fuck. Leben, 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 Leben. Gibt's dir nichts? Nein, natürlich nicht. Au, mit einem Leben stehen wir hier noch da. Krasse Sache, Alter. Wichtig. Ganz wichtig. Sonst wären wir gleich hier gestorben. Ja, sehr gut. Alter. Leben, danke. Oh, ich vergesse das jedes Mal. Kommt doch einer was? Ich hab irgendwas gehört hier, oder? Hier, hinter uns. Von wo? Ach, da oben. Komm runter. Ist er runtergekommen? Nee, bleibt da oben. Okay, alles klar. Warnung, das Ark-Hauptquartier wird angegriffen. Oi, oi. Schöne Sache hier. Okay, haben wir schon mal ein bisschen weniger hier Ärger. Können wir noch ein bisschen hier rum mit der ballern? Bäm, ein bisschen von Weitem. Bist du ein besserer Sniper, habe ich das Gefühl, ne? Ja, ja. Achtung! Samuel Hayden ist gefallen. Den Ark gibt es nicht mehr. Oh, was? Bitte unverzüglich
Nein! Wie kann das sein? Wir sind doch extra wegen dem hier! Sehr schön, einmal. Und dann, dafür haben wir die kleinen Jungs hier vorne, ne? Ja, genau, einmal, zack. Ja. Ah, wollte ich gar nicht. Nein. Einmal heilen, sonst wäre wieder finito hier, das darf ja auch nicht sein. Was haben wir hier für den grünen Jauch eigentlich? Wir rennen mal. Oha! Nein, das war doof. Der war ja schon vom Verrecken. Oha. Oha. Es ist gut, dass hier an dem Spiel ist. Oha, komm rauf da. Ja, klatschi. Das haben wir schon geschafft. Ach, hier ist ein Tor gesperrt. Jetzt nicht mehr. Der Eingang zu Dr. Haydens Stützpunkt ist versperrt. Zwei Außengeschütze identifiziert. Berechne optimale Schussbahn. Bestätigt. Sie können damit einen Weg bahnen. Ich markiere sie. Wieso macht er nichts? Oha. Oh, da hat ein Schuss gereicht von dem Vieh. Da hast du gereicht, ihn ein bisschen so zu berühren, das ist ja auch geil. Ja. Sehr gut. Ja, sehr schön. Haben wir erledigt. Auch das Vieh ist schon mal weg. Naja, langsam haben wir so einen Dreh raus. Wir dürfen uns halt nicht so einkesseln lassen von diesen Viechern, ne? So oft sterbe ich hier deswegen, auch weil ich mich mal so einkesseln lasse. Oder weil ich einfach unfähig bin. Oh, noch so. Oh, wer ist das denn? Cyberman-Kuss. Oh, was kann der? Ich muss den einmal boxen. Also, der Cyberman-Cubus ist eine schwer gepanzerte Variante, die auf Fernkampf und Gebietssperre spezialisiert ist. Ein einziger Blutzeug zerstört all seine Panzerung, was ihn einfacher zu töten macht. Okay. Na dann. Haben wir ihn schon aufgeladen, den Blutschlag? Sieht so aus. Ja, perfekt. Oh, das ist ja noch so ein anderer hier dabei. Ich mach schnell platt, weil du bist viel gefährlicher als der Dicke, Alter. Alter, was du alles aushältst. Boah, das war schon für dich. Dann muss ich auch nochmal Leben zurückholen und steck dir das in den... Baum. Ich find's lustig, dass ich schon meinen eigenen Waffenschaden bekomme, aber wenn so ein Vieh explodiert, dann bekomme ich keinen Schaden. Das ist echt lustig. Boah. Oh! Das meine ich, genau das meine ich. Das habe ich vorhin gesagt, wenn ich von den Viechern umzingelt werde, habe ich ein Riesenproblem. Ich brauche Leben, ich meine Munition, danke. Ja. Danke. Ja. Sehr schön. Und hier oben, wo ist das Vieh? Das hängt da oben fest? Geil. Ja, jetzt habe ich es. Alles klar. Und einmal den Auge rein. Oh, von wo? Wenn ihr von hinten Schaden bekommt. Da komm her. Ja, einmal. Yes. Und bist du der große Bruder von den Kleinen hier oder was? Oder wie kann ich das verstehen? Hm? Falsche Tasten gedrückt. Ey, was ist denn jetzt los mit mir? Werd doch hier nicht nervös, ey. Jetzt ruhig, 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 Brauner, ruhig. Sehr gut. Ist die Frage, kommen wir jetzt hier oben einfach so ran? Nein. Wir müssen echt von darüber, kann das sein? Okay. Jetzt sind wir oben. Aber wir müssen noch zu der Wand darüber, oder nicht? Und jetzt darüber, das haben wir schaffen. Alles klar, haben wir geschafft. Ups, Entschuldigung.
Oh. Komm, stirb! Alter Schwede. Gestärkter Dämon besiegt. Er kommt genau dann, wenn man den nicht braucht, wa? Nein. Oh, ich hab's geschafft. Oh, da musste man also hin. Alles klar. Und am Flugzeug war so die Klettermauer versteckt. Oh Gott. Und dann wird er gleich hier so ein Dicker gleich kommen. Oh nein. Okay, das war knapp. Weil so auf engem Raum ist es echt fies, gegen ihn zu kämpfen. Obwohl ich gerade sehe, dass wir hier eine Explosionstruhe haben. Wir gucken mal gleich mal rein. Los, komm. Wir machen mal kurz den Anzug. Hier haben wir den. Wir haben wie viele Punkte übrig? 6 haben wir. Krass. Ich würde ja gerne Splittergranaten nicht aufstocken. Eisgranaten. Wo sind denn die Eisgranaten? Hier, ne? Dämonen bleiben länger eingefroren. Erleiden eingefrorene Gegner Schaden oder werden getötet, lassen sie Gesundheit. Schaden gegen einen eingefrorenen ist erhöht. Wir machen das hier, ne? Gesundheit hinterlassen, ist gut. Ja, sehr schön. Sie glauben an die Rettung durch den Doomslayer? Ja, natürlich. Oh, was ist jetzt passiert? Jetzt kommen bestimmt voll die dicken Monster hier, oder? Einmal entwaffnet, und dann geht den Kopf einmal. Sehr gut. Schöner Kopftreffer. Deswegen hat das gerade so, ging das gerade so schnell in den Dicken. Wo ist ein gestärkter? Ein gestärkter Fetti? Oh nein. Oh Mann. Wow. Was haben wir denn hier alles? Wow. Hier drin ist es ein bisschen schwierig, jetzt gerade rauszukommen, ne? Vor dem Dicken hier, aber den kriegen wir auch bestimmt jetzt hin. Na schön. So, das war, hier kommen wir raus. Aber das ist scheiße. Nein, habe ich nichts, gar nichts mehr? Oh Gott. Du bist genau meine letzte Rettung, dankeschön. Ansonsten sterbe ich hier gleich wieder, meine Güte. Kann doch echt nicht wahr sein. Leben! Ich hab... Oha, Alter. Und runter. Was haben wir denn hier? Oh, wir können jetzt boxen. Na, kommt her. Alter. Geht's doch gegen große oder nur gegen kleine? Tatsache. Oha, wie geil. Alter, die Handschuhe sind ja mega. Kann man die dauerhaft nicht haben? Das ist da hinten. Oh, da hinten ist so ein kräftiger Sack. Hier, komm her. Ich brauche mal ein bisschen Muni. Danke. Das ist der große da hinten. Ist er noch? Nur der große. Einmal nochmal Leben zurückholen und noch ein bisschen. Na, jetzt haben wir es doch gut in der Hand. Den Dicken müssen wir halt mit dem Punch boxen. Den kriegen wir doch bestimmt gleich nochmal. Okay, hat das gebracht? Der hat nur ein bisschen so. Nein. Oh Gott. Haben wir ihn erledigt dadurch? Interessant wäre es mal zu wissen. Oh, Vorsicht, nicht mit der scheiß Raketenwerfer schon wieder. Wo denn noch? Hinter uns. So, okay, der hier, der lebt ja noch. Hau ab, Mann. Ah, hier.
Reicht doch mal jetzt hier mit deiner scheiß verstärkten Haut. Also drei Raketenschüsse für diesen Fetti, Alter. Wir brauchen ja, so viel ich gelesen habe, lassen die ja Munition für uns da, die Truhen, die Kisten. Ist da noch irgendwas Kleines, Feines? Ihr wisst, dass ich mit dem Rocket Launcher nicht so gut umgehen kann. Dementsprechend möchte ich gerne noch ein paar Kisten mit dem aufschießen, damit ich dann zum Ziel komme. Oh, da ist das erste. Da ist das erste Ziel, der erste Wachturm. Einfach runterhüpfen? Ich kann es mir nicht beim besten Willen nicht vorstellen. Quatsch mit so, einfach da reinspringen, so rum. Oh, das war knapp. So, wie doll wird das Ding überwacht? Das ist mal eine gute Frage. Gar nicht. Das war jetzt ganz clever. Jetzt kommen wir in die Konsole rein bestimmt und dürfen dann schön auf diese Tentakel schießen, die so schön grün markiert ist. Okay. Jo. Und Feuer frei. Putsch. Erstes Ziel zerstört. Der zweite Geschützturm ermöglicht Ihnen den richtigen Winkel für den zweiten Tentakel. Na dann. Mann, ist hier viel los, ey. Ist es noch weit, Papa Schlumpf? Nicht mehr sehr weit. Und beide Beine weg. Auch geiler Kill. Jo, jo. Sind wir jetzt gleich am nächsten Turm angekommen? Das wäre ja mal cool. Irgendwie fehlt hier so eine Fahrstuhlmusik, oder? So eine chillige. So dum 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 dum. Eine Party und ich bin nicht eingeladen? Wie unfair ist das denn? Eieieiei. Ah. Heul doch nicht, hast du Magenschmerzen oder was? Dann lass mich einfach in Ruhe. Was haben wir hier? Oh. Eine Steuerungskonsole, die wir nicht betätigen können. Okay. Kommt hier bestimmt was rausgeschossen gleich, oder? Nö. Ach, wir sind schon da. Na dann. System gesperrt. Einen Moment. Überbrücken erfolgreich. Und kabumm. Jetzt kommen wir endlich. Jetzt frei. Sie können Dr. Hayden Stützpunkt betreten. Jetzt können wir zu Dr. Hayden endlich durchbringen. Alter, wie lange das hier alles geht. Mal was anderes. Kennt ihr das? Wenn ihr zu Burger King oder McDonalds geht und ihr probiert den Burger und dann schmeckt er doch anders als wie gewohnt, dann komme ich mir mal vor wie dieser Junge hier. Der Big Tasty hat nichts mehr mit einem Big Tasty zu tun gehabt. Bis auf das Aussehen. Nun aber hopp zum Doktorchen. Wird Zeit, dass wir das Level schaffen. Da geht's weiter. Okay, ich sehe es schon kommen. Nochmal eine Runde kämpfen. Wieder mal ein Arena-Kampf. Alter, das ist nichts für schwache Nerven. Ja, was haben wir noch hier liegen lassen?
Können wir nicht nehmen? Doch, die können wir noch nehmen, die Rakete. Und wir fahren nach oben. Dr. Haydens Bürolabor befindet sich in der obersten Etage der Einrichtung. Achtung! Notfallprotokolle wurden aktiviert. Verlassen Sie die Einrichtung. Mein Gott, Dr. Hayden war überzeugt, dass du irgendwann hierher kommen würdest. Was ist das? Darf ich sagen, was für eine Ehre es ist, dich persönlich zu treffen? Ich... Oh! Achtung! Notfallprotokolle wurden aktiviert. Verlassen Sie die Einrichtung. Wir können nicht auf seine Großhirnrinde zugreifen, es ist alles zu fremd, zu kompliziert. Wir müssen seine Extraktion akribisch vorbereiten, mit genauen Anweisungen. Sein Lebenssignal ist äußerst schwach. Warnung, dämonische Präsenz auf Stufe 5 betritt das Hauptlabor. Oh, wer ist denn das? Der Marodeur ist ein wahrer Defensivkoloss. Bist du zu nah, setzt er seine Shotgun ein. Bist du zu weit entfernt, musst du dich vor Geschossen in Acht nehmen. Halte ihn auf mittlere Distanz und kontere seine Angriffe, wenn seine Augen grün aufleuchten, um ihn zu betäuben. Ansonsten wehrt er deine Schüsse ab. Na dann. Dann, alles klar. Uiuiui. Wieso hat er denn noch seine Dings da noch da am Start? Erwischt, hat er kein Leben? Doch. Ah, okay, jetzt ein Schild. Sogar noch ein Wolf hat er auch noch am Start. Wie fies. Ja. Okay. Nein, nein, nein. Das ist auch okay, Leben ist immer gut. Aber irgendwie müssen wir mal an unsere Dings rankommen, ne? Wow. Der ist echt fies. Jetzt haben wir ihn endlich. Nimm das. Oh, erledigt. Aber der ist wirklich stark. Wenn der noch in der Gruppe kommt mit den anderen, ist das echt hart. So, Level geschafft. Hallo Julia, mal gucken, was jetzt noch storytechnisch auf uns zukommt. Schau mal kurz zu einem weiter. Eieieiei. Das war jetzt echt hart. Sie haben 68% der Invasoren aus der Hölle vernichtet. Ohne Priester können die Dämonen die Erde nicht verzieren, wie es Kanmaker plante. Ein Priester ist noch übrig, doch ich habe sein Signal verloren. Ich kann ihn nicht länger orten. Dr. Hayden kann ihn finden. Dr. Hayden überträgt sich in den Hauptrechner ihres Schiffs. Die Architektur ähnelt seiner eigenen. Dadurch... Der letzte Priester versteckt sich im Sentinel Prime. Die Kahnmaker möchte nicht, dass er leicht gefunden wird. Das einzige aktive Slipgate nach Sentinel Prime ist in der verlorenen Stadt Hebet, im Kern des Mars.
Ich habe den Standort markiert, doch der Weg dorthin ist weit. Es gibt keinen einfachen Zugang zum Kern des Mars. Es sind keine Wege dorthin bekannt, Dr. Hayden. Die BFG 10.000, designt von Dr. Samuel Hayden, als Bestandteil der Dämonenabwehr. Verstanden. Suche nach den Koordinaten der BFG 10.000. Du kannst nicht einfach ein Loch in die Oberfläche des Mars schießen. Portal bereit. Okay, die nächste Mission ist es, dass wir ein Loch in den Mars schießen sollen, okay? Ja, ja, der Doomslayer, der geht ab wie eine Schmitzkatze. Der ist krank drauf, der Typ. Gut, das war's für heute. War eine interessante Folge und auch wieder sehr lang. Und ich würde sagen, wir sehen uns zum nächsten Mal wieder. Mach's gut. Bis dann. Dein Damir, a.k.a. Bärenkroate. Ciao, ciao.